also wir werden in dieser Zeit heute nicht alles hundertprozentig kriegen. Man muss doch Mittelweg finden dafür, ne? Aber Leinöl und Quark ist für eine Sache gut. Wir brauchen aber auch Fischöl oder beziehungsweise Algenöl. Wir brauchen beides. Wir brauchen diese Omega-3-Öle, weil wir haben heute in unseren fast allen Fertigprodukten haben wir immer diese Omega-6-Öle, mhm, und die belasten oder die führen die Entzündungsprozesse. Deshalb haben wir so viele, man sagt ja, inflammatorische Prozesse. Das heißt, wir haben so viele Entzündungsfaktoren heute, mhm, durch die Ernährung, ne?